Ich möchte jetzt zeigen, wie man mit dem Programm Umlaut ein Aktivitätsdiagramm zeichnen kann. Wir wollen jetzt hier einen Museumsbesuch aufzeichnen. Ich habe das Programm jetzt mittlerweile gestartet. Von den Einstellungen muss ich jetzt hier eigentlich nicht weiter vornehmen. Ich gehe auf Options und schaue nach, ob hier das Hackergesetz ist bei Show Grid. Und das ermöglicht mir dann, dass ich hier diese feine Muster dann da habe. Das ermöglicht mir dann eher die Orientierung. Gut, ich beginne an und für sich immer hier auf der rechten Seite mit der Einstellung Default und nehme jetzt hier ein Empty Package. Das ist hier jener Bereich, der dieses Diagramm äußerlich am besten darstellt. Ich gehe jetzt hierher, kann hier rechts unten dann Einstellungen vornehmen. Ich kann jetzt hier die Beschriftung verändern. Ich schiebe hier Empty Package und hier und schreibe jetzt hier stattdessen zum Beispiel Museumsbesuch herein. Das jetzt hier, möchte jetzt aber den Hintergrundfarbe dann verändern. Ich mache hier rechte Maus, dass das Kontextmenü geht auf und ich wähle jetzt hier Default und habe das jetzt hier so eingezeichnet. Wenn ich direkt weggehe, dann siehst du, dass es nicht mehr blau ist, das heißt immer das aktiv ausgewählte Objekt hat dann immer eine blaue Einprägung. Da ich ein Aktivitätsdiagramm machen möchte, gehe ich hier auf Activity und wähle mir jetzt hier mal einen Startpunkt aus mit einem Doppelklick, ziehe das jetzt hier herein und wähle jetzt hier dann auch einen Endpunkt gleich. Ich bestehe einmal aus mindestens einem Start und einem Endpunkt zu einem Aktivitätsdiagramm. Ich wähle jetzt hier weitere Aktivitäten und überlegen wir mal jetzt einmal, woraus jetzt so ein Museumsbesuch dann bestehen könnte. Da könnte es zum Beispiel der Fall sein, dass es sich hier um einen Wunsch in ein Museum zu gehen haben könnte. Wunsch in ein Museum gehen zu wollen. Damit das besser dargestellt wird, mache ich jetzt hier einen Umbruch. Man sieht, dass der Text dann etwas besser dargestellt ist. Ich ziehe das jetzt etwas größer. Nehme dann die nächste Aktivität heraus und gebe dann hier zum Beispiel ein Suche nach Interesse. Museum. Ich mache dann hier wiederum einen Umbruch. Ich vergrößere das Ganze dann so einmal. Ja, dann kommt als nächstes eine Fahrt zum Museum in Betracht. Ich schreibe das jetzt hier rein. Fahrt zum Museum. Ich vergrößere das dann wieder. Als nächstes wäre dann hier zum Beispiel das Betreten. Ein Doppelklick, ziehe das jetzt hierher. Betreten des Museums. Betreten des Museums. Mache hier wieder einen Umbruch mit Enter. Als nächstes wäre dann die Besichtigung einer Ausstellung. Schreibe das jetzt hier wieder herein. Ausstellung, ich werde das jetzt hier wieder umbrechen und vergrößern. Dann am Ende, wenn wir das Museum dann wieder verlassen wollen. Ich unterstelle jetzt zum Beispiel, dass wir dann mit einer Reisegruppe unterwegs sind und mir das Ganze organisieren möchte. Dann muss ich zum Beispiel sagen, so und so viel Uhr treffen wir uns beim Ausgang. Das müsste man der Reisegruppe dann mitteilen. Ja, man könnte das dann so machen. Dann könnte ich bei einem Diagramm die entsprechenden Pfeile dazu, die das Ganze darstellen, wieder ein Doppelklick. Ich ziehe das dann herunter. Und bei einem Aktivitätsdiagramm nennt man diese Pfeile, bezeichnet man als Kanten. Ich gehe jetzt hierher und hänge es jetzt so schön ein. Mache das jetzt wieder. Auch beim nächsten. Ziehen wir das dann so schön herein und verbinde das hier. Gehe dann hierher, dann soll ich hier dann so weitergehen. Man sieht schon, es wird dann schön angehängt. Vielleicht ein bisschen gerader. Mache das hier noch einmal. Füge das jetzt hier ein. Mache hier weiter. Und habe das insofern geschafft,
Und sollte ich jetzt noch natürlich den Startpunkt, darf man nicht vergessen, und dann auch abschließend natürlich den Endpunkt. Können wir ein bisschen runterschieben. Ja. So, irgendwie wird das dann funktionieren. Ich habe jetzt hier also schon mal das Grundgerüst meines Aktivitätsdiagramms dann nochmal so weit erstellt. Als nächstes kann ich mir dann die Frage stellen, okay, wo muss ich von außerhalb zum Beispiel mir ein Wissen holen? Ja, also wo greife ich auf Daten zurück? Wenn ich hier nach einem interessanten Museum suche, könnte ich zum Beispiel in einem Telefonbuch nachschauen und dort unter einer Liste Museen in einer bestimmten Stadt mir etwas suchen. Man sieht hier von der Beschriftung ist schon vorgesehen Data Object. Das heißt, es handelt sich hier immer um eine, ja, ein Datenobjekt. Man könnte es hier zum Beispiel eingeben, auch Internet Datenbank, zum Beispiel Google, bezüglich Museen in der Stadt. Ja. Dann hätte ich hier einen sogenannten Objektknoten. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser Objektknoten immer so eingezeichnet wird, dass er über diese Linie dieses Systems Museumsbesuch hinausragt. Und das soll uns zeigen, dass Daten von außerhalb in unser System des Museums hereinkommen. Also haben wir hier dann diese Aktivitäten dann eingezeichnet, diese Aktionen, und da kann dann der Token, das heißt diese Handlung, die dann immer wieder gerade aktuell ist, weiterwandern in diesem ganzen System. Man wird auch sehen, dass diese Verbindung dann hier da ist, weil ich das hier wieder mit einem Pfeil kennzeichne. Ich zeichne das jetzt hier so ein und habe das hier damit dann klargestellt. Darüber hinaus gibt es dann auch noch Möglichkeiten einer Verzweigung zum Beispiel. Das heißt, es könnte ja sein, dass meine Suche nach dem Museum jetzt nicht wirklich erfolgreich war. Ich gebe jetzt einmal kurz diesen Pfeil weg und füge hier eine Verzweigung ein. Das geht mit dieser sogenannten Raute hier. Ich füge jetzt hier diese Raute ein. Ich ziehe das Ganze vielleicht ein bisschen weiter rüber, dass ich mehr Platz habe. Ich verändere jetzt also mein System. Und habe jetzt hier die Raute, füge jetzt hier wieder einen Pfeil ein. Dann besteht die Möglichkeit, ich hole jetzt noch weitere Pfeile, dass es eben dann die Suche erfolgreich ist. Ich kann also dann zum Museum fahren. Oder die Suche ist eben nicht erfolgreich. Und es geht dann direkt zum Endpunkt. Hier anfasse und dann mit linker Maustaste gedrückt lasse, kann ich das hier ein bisschen verändern. Dann kann jetzt hierher gehen und kann dann hier hinschreiben, zum Beispiel erfolgreich. Ich gehe dazu zu diesen Properties, habe also hier diesen Pfeil ausgewählt, gehe in die nächste Zeile und kann dann hier einen Text eintragen. Erfolgreich. Und dann schreibt dann erfolgreich hin, ich ziehe das ein bisschen noch auseinander, dass mehr Platz da ist. Und schreibt dann hier aber hier natürlich bei diesem Pfeil, dementsprechend, wenn ein anderer erfolgreich war, würde ich dann hier nicht erfolgreich hinschreiben. Das heißt, der Token würde dann weiter wandern, wenn meine Suche nicht erfolgreich wäre, würde ich hier zum Endpunkt dann letztlich hin gelangen. Was ich hier noch einzeichnen könnte, ist, bei der Besichtigung einer Ausstellung könnte ich auch hier eine Gabelung einführen. Ich nehme jetzt hier diesen Pfeil so weg, geht es hierher, nehme diese Besichtigung einer Ausstellung weg und füge jetzt hier eine sogenannte Gabelung ein. Das sind hier diese Striche, die ich verlängern kann, größer darstellen kann und auch den nächsten, einen zweiten brauche ich ebenfalls. Denn ich stelle mir jetzt vor, dass ich mit dieser Reisegruppe im Museum bin und im Museum, ich verlängere das jetzt hier, weil ich hier mehrere Bereiche habe, in diesem Museum könnte es jetzt der Fall sein, dass die Reisegruppe sich zum Beispiel in drei Gruppen teilt und diese drei Gruppen unterschiedliche Aktivitäten machen wollen. Nämlich, sie wollen eine bestimmte Ausstellung besuchen. Nehmen wir es jetzt einmal Besuch der Ausstellung A. Ich breche das jetzt wieder um. Habe dann also die erste Gruppe, die möchte den Besuch der Ausstellung A haben. Dann kopiere ich mir das Ganze hier, Steuerungstaste C und V,
und sage dann, die anderen wollen die Ausstellung B besuchen. Und die nächsten wollen dann die Ausstellung C besuchen. Ich habe jetzt also hier drei Ausstellungen. Und ich werde jetzt hier wieder mit Pfeilen arbeiten. Das heißt, hier von der Vergabelung weg geht dann ein Teil meiner Gruppe, also ein Token geht dann hierher. Der andere besucht die Ausstellung B. Und der dritte Teil der Gruppe besucht dann, also nicht, besucht dann die Ausstellung C. Das war ein bisschen falsch erwischt. Aber Pech. So, mit dem Pfeil brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Richtig, das ist so schön her. Oder Pech. Die besuchen dann die Ausstellungen. Und zum Schluss kommen dann alle hier wieder zusammen, treffen sich und verlassen das Museum. Das schaffe ich hier einzuzeichnen wiederum mit den entsprechenden Pfeilen. Ich gehe jetzt hierher. Das Ganze führt dann wieder zusammen bei der Gabelung. Und ich kann dann diese Reisegruppe dann hier die Ausstellung verlassen. Ja, und dann nehme ich das jetzt hier weg, brauche ich ja nicht mehr, und habe jetzt hiermit dann ein Aktivitätsdiagramm. Ich kann jetzt hierher gehen. Machen wir das ein bisschen komprimierter, wo ich den Museumsbesuch beschrieben habe. Ich kann das Ganze natürlich jetzt hier auch noch speichern. Mit der CFS kann ich jetzt hierher gehen und zum Beispiel dann Museumsbesuch hinschreiben. Ich speichere das jetzt hier im Omelette-eigenen Format. Ich kann also dann weiterarbeiten, wenn ich mir diese Datei später wieder öffne. Habe ich aber auch die praktische Möglichkeit, das Ganze mir als PDF zum Beispiel zu exportieren. Ja. Oder mit einzelnen Grafikformaten. Und somit gibt es eine praktische Möglichkeit, dann diese Dinge dann auch zu exportieren. Also wenn ich jetzt hier auf PDF gehe und hier wie beim Museumsbesuch schon vorgeschlagen, gehe ich auf Speichern. Wenn ich jetzt in das Verzeichnis gehe, in dem ich meine Datei gespeichert habe und hier einen Doppelklick zum Beispiel auf diese PDF-Datei mache, sehe ich mein gesamtes Diagramm dann hier im PDF-Format. Dasselbe kann ich natürlich auch mit den entsprechenden Grafikformaten machen. Somit gibt es also eine Möglichkeit, auf sehr einfache Art und Weise ein Aktivitätsdiagramm zu zeichnen und in sehr vielfältiger Weise an und für sich jetzt hier unser Aktivitätsdiagramm zu exportieren.